Also Polkadot zu staken bei Binance, und das ist gar nicht so einfach, die Funktion bzw. die Reiter zu finden. Deswegen habe ich geschlossen, ein kurzes Video zu machen. Das hier ist natürlich keine Anlageberatung. Ich bin auch kein Anlageberater und kein Financial Advice, aber ich denke, es ist doch ganz interessant, und vor allem auch Polkadot zu staken ist sehr interessant, da man über 10% Zinsen bekommt, selbst wenn man es nur für einen kurzen Zeitraum staked. Und ich denke, auch Polkadot hat auf jeden Fall auch Potenzial. Allerdings ist es natürlich trotzdem immer noch sehr riskant, dort zu investieren. Also ich habe mich, um Polkadot zu staken, in meinem Binance-Account eingeloggt, habe Polkadot gekauft. Das geht mittlerweile auch über Euro, oder man kann es auch für Bitcoin oder Ethereum traden. Ich denke, das sollte jeder hinbekommen, auch Anfänger, einfach mit der einfachen Funktion, mit Tauschen, ja, dann, um es zu staken, gehe ich dann auf meinen Wallet, also auf den Reiter Wallet, und dann runter bis auf den Punkt Earn, klicke auf Earn, und dann klicke ich auf Nebenverdiene, klicke ich hier auf Binance Staking Produkte. Und hier sieht man halt eine große Anzahl von Coins, die man staken kann, darunter auch Dot. Also ich suche mal nach Dot. Das habe ich also gerade schon gestaked. Ja, hier sieht man es. Ja, was halt sehr interessant ist, selbst wenn man es nur 30 Tage staked, bekommt man schon einen Gewinn von 11,51%, also in diesem Zeitraum kann man dann die Dot nicht verwenden. Anscheinend kann man auch 30, kann man statt 30 auch 60 oder sogar 90 Tage auswählen, wo man noch höhere Prozente bekommt. Allerdings steht hier, dass es momentan ausverkauft ist. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal wieder möglich sein wird, aber trotzdem eine sehr interessante Möglichkeit auf jeden Fall, um mehr Geld zu verdienen. Was man auch noch beachten sollte, ist, dass die steuerlichen Thematiken noch nicht wirklich geklärt sind. Also es könnte sein, dass dann die Haltefrist nicht nur ein Jahr ist, sondern sogar 10 Jahre, wenn man staked. Also dort sollte man vielleicht auch sich vorher informieren, bevor man sowas macht, wenn man in Deutschland wohnt. Ja, aber ansonsten eine sehr interessante Möglichkeit auf jeden Fall. Ja, und falls du mehr solcher Tipps haben willst, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren und das Video bewerten. Und falls du dich noch nicht bei allen Kryptobörsen angemeldet hast, kannst du gerne meine Affiliate-Links verwenden für meine Lieblingsbörsen, die ich auch selbst verwende. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.